Tag zusammen und hier sind wir wieder bei Space Engineers mit dem Drunky Monkey alias Filigran. Phil und Ja. so. Der hat eigentlich tausend Namen, hast du. Phil. Du bist fast so schlimm wie ich. Einfach Phil. Einfach Phil. Und wenn ihr Gut einfach Phil haben wollt, schaut auf meinen Kanal. Auf der rechten Seite ist er gut verlinkt. verlinkt. Gut Gut. verlinkt. Hut Nicht ab. schlecht verlinkt, sondern ich bin Nein, gut ja. Na, verlinkt. wobei man muss sagen, da müssen wir eh nochmal reden. Das gefällt mir nicht. Weil du hast Was gefällt einfach dir nicht? viel und geraden Strich. Und der gerade Strich schaut so scheiße aus. Hey, sah nichts gegen meinen geraden Strich. Ja, weil jetzt Ne, bist den du werde ich noch. einfach viel eins, bist du jetzt eigentlich. Ja, den werde ich aber noch ändern. Ja, hast du eigentlich dieses Gyro-Linksbump-Scheiß da noch drin bei dir? Was, Gyro? Ja, es gibt ja so ein Gyro. Warte, ich mal einfach mal selbst schauen. Doch, hast drin. Mach mal hier Okay. das weg. Okay. Sag jetzt nichts. Ich glaube, mein Trägheitsdämpfer ist gerade. Dein Gyro-Dings wahrscheinlich, oder? Ich habe gerade irgendwas abgebaut hier. Ich wollte. Ja, das wird jetzt das Gyro-Dings gewesen sein, weil ich glaube, das habe ich auch abgebaut auf der anderen Seite. Das müssen wir Weil eigentlich mein auch wieder. Schiff macht nämlich gerade. Ja. Da muss dieses Gyro jetzt nehmen und du bist da vorne einfach dran, da in die Ecke da. Zweimal. Das habe ich gerade gemeint, was da fehlt bei dir. Wo, hier vorne in die Ecke? Ja, da unten, da wo das Loch ist, also diese Bypart. Warte. Da eins und auf der anderen Seite auch eins. Ich gehe dabei in das Cockpit, falls du am besten nicht am Schau nicht ankommen am Schiff. Gyroskop, Schiffstation, kleines Schiff. Ja. Brauche ich Computer, Motor, Stahlrohr, Herstellungskomponenten. Weil du hast Gyroskop 0 Stück mittlerweile. Haben wir beide abgebaut. Ja, das ist gerade verschwunden. Ich habe mich schon gewundert, was das war. Ja, und ich habe wahrscheinlich auf der anderen Seite auch eins abgebaut und deswegen haben wir jetzt keins mehr. So. Motor, Herstellungskomponente, Stahlrohr, Stahlplatte. So, Reaktor. Computer. Hinbauen. Scheinwerfer. Bauen. Hey, was hast du Scheinwerfer Farbe Orange reingetan, echt? Ich hab nichts so dran gemacht. Was ist denn das da? Achso, das werden wahrscheinlich diese Leuchtdinger sein. Ja. Ist das egal, wie rum das da dran ist, ja, oder? Der Gyro-Dings ist egal, ja. Hier hin und irgendwo einen zweiten brauchen wir dann auch noch. Den kannst du ja hinten beim Ausguss da irgendwo dran klatschen. Auf der anderen Seite hinten beim Ausguss. Ach, Ein nicht hier. Förderband. Ja, auf der Oder anderen das. Seite haben wir das Problem, dass wir hier das Förderband haben. Ja, dann mache ich den einfach da unten hin. Bei der Schräge da unten hin irgendwo. Genau da, ja. So, ich fliege ein bisschen nach So. hoch, damit du mit dem Ausguss dann besser zurechtkommst. So, den Ausguss, den muss ich Warte mal, jetzt ich. abbauen. Wo ist denn der Eingang? Ich glaube da links, gell? Wo, was für ein Engel? Ich kann nicht nach rechts. Achso, ja, jetzt hast du das andere. Ja. Machst So. du? Ja, versuche stehen zu bleiben. 0 Meter. T. Du musst aufpassen, du darfst jetzt nicht am Schiff ankommen, weil sonst fliegst du davon. Warum? Ja, weil du hier keine Düse hast, dann kann sich das Schiff nicht stabilisieren. Bau erstmal die Düse wieder ein. Ich werde in der Zwischenzeit hier Schönheits-OP machen. So, hier machen wir den Auswurf direkt dann da dran. Genau, und erstmal mal, ob das klappt. Den nur drehen. Okay, zack. Und ich stabilisiere hier ein bisschen das ganze Nee, Schiff. das war das Triebwerk, das war gar kein Auswurf. Naja, wollen wir mal gucken. Nicht, dass ich mir mein Schiff zerstöre bei der Geschichte hier. Da muss man eben vorsichtig rangehen an die ganze Sache. Mir fehlen Herstellungskopf. So, dann können wir hier. War kein Eingang. Eieieiei. Ich wollte eigentlich hinparken, aber ich hatte kein Triebwerk mehr verfügbar. So,
Gut, jetzt ist das ein bisschen besser verbunden hier. Schaut gar nicht so schlecht aus. Produktion. Herstellungskomponent. Ist das Triebwerk schon wieder eingebaut? Nee, oder? Nein. Scheiße, ich muss noch vorsichtig sein. Ja. Schaltplatten nehmen wir mal. Herstellungskomponent. Das Triebwerk ist noch nicht ready. Passt. Ich habe erstmal den Ausguss gemacht. Gut, gut, gut. Ausguss ist immer gut. 6 wollte ich haben. Also jetzt nicht mit Phil, aber. 6 wolltest du haben. Nicht Baby, mit dir, aber okay. Baby, kannst du gerne haben, wenn du willst. Okay, ja. Ey, Alter. Hast du dich angerammelt? Rammel, rammel, rammel. Warte, nett, dass ich hier. Falsch abbau. So. Ja, ja, mach nur alles weg, hast ja recht. Nee. Aber wollen wir eins nach hinten setzen, oder besser? So. Ja, mir egal. So, das ist verstrebt, das passt. So, jetzt habe ich hier wieder eine Düse. Und hier kannst du ja dann zwei reinsetzen, streben. Hier, neben dem Triebwerk links. Ja, das stimmt. Da auch einfach so. Zack, das sind ja zack. Zwei. Kommst du jetzt da dran? Ja, ja. So. War schon jetzt ist natürlich die Frage, ob der Auswurf gerade auswirft oder ob der erstmal hier alles zerstört. Ja, das müssen wir jetzt testen. Jetzt geh du mal ein bisschen meinen, damit wir wieder Rohstoff haben und schauen, ob sie in Ausguss landet. Ja, hast du hier drüben den Ausguss schon weggemacht? Was? Nee, siehst du. Aber zwei. Achso, ich dachte, den hast du weggemacht. Weil du einen neuen gebaut hast, will nun. Muss man halt einfach immer den alten wegmachen, dann geht's auch. So. Der Rest braucht. Aber das kann ja jetzt hier bleiben, ja. Ja, das stört ja keinen. Warte, ich bringe erstmal die Sachen weg. Das Triebwerk hier könnten wir noch umsetzen. Nee, brauchen wir auch nicht. Aber ich kann hier ein bisschen verbinden. Dein Schiff, das dreht sich auch wie ein Brummkreis. Das ist mal da, mal da. Der Eingang. Ja, mei. So. Das ist, weil du immer verkehrt stehst. Ja, ja, ist klar, weil ich verkehrt stehe. Ja. Zack. 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 Zarab. 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 Passt. Zarab. Zarab. Jetzt sollte passen, jetzt kannst du rumfahren und testen. So, jetzt muss man ans Cockpit. Schaut gar nicht so schlecht aus. So. Vorher an. So, was wollen wir denn? Ah, genau. Ja, einfach irgendwas mal nur. Iron. Hier ist Iron. Iron. Wichtig ist, dass es vielleicht in Ausguss landet. Ja, nicht im Ausguss. Ne, doch, er soll ja in Ausguss als erster landen und dann erst den Frachtcontainer. Das wäre ideal. Nein, das wäre schlecht. Weil der Ausguss so ein kleines Inventar hat. Der Ausguss hat nur 640, also mini klein. Ja, aber wenn es zuerst in Ausguss landet, dann hat der Ausguss eine höhere Priorität. Erst Ausguss, dann Frachtcontainer. Ja. Ah, es landet im. Ja, im Auswurf ist nix. Landet im Frachtcontainer. Ja, vielleicht ist es dann, wenn du den Auswurf erst anschaltest. Jetzt müsstest du mal rüberfahren und anschalten den Auswurf. Mal wissen, ist der jetzt links oder rechts? Da ist. Und bei dir links. Hier links. Natürlich jetzt ein bisschen schwerer wie vorher, ja, zu wissen, wo wann ich hier richtig stehe. Alle so, ja, ein bisschen weiter nach vorne. Noch ein Stück. So. Ein Stück nach vorne. So, stopp. Oder warte nochmal, von vorne so gucken. Nee, noch weiter nach unten, also C. C, C. C. Stopp. Und weiter nach vorne. Was? Noch ein Stück. So, ja, so. Wo steht der richtig? Ja, passt schon, du stehst ganz schief. Wie kann ich in meine Kamera eigentlich drehen? Alt. Alt gedrückt halt. Es ist, weil du ganz schräg überall stehst. In alle Richtungen, deswegen. Jetzt nimmst du es wieder ein bisschen Tee, du bist schon wieder zu weit oben. Ja. Noch ein Stück.
So. Ja, ich schalte mal ein einfach. Testen wir gleich. So, Auswurf Anschalten. an. Macht da wahrscheinlich nichts, gell? Nee. Du musst das eindeutig reinziehen. Es wird nicht automatisch funktionieren. Das hatten wir doch, es hat doch da, wo wir getestet haben, auch mal geklappt. Ja, ich weiß es echt nicht mehr, muss ich ehrlich gestehen. Haben wir den Auswurf nämlich aufs Dach gemacht und dann habe ich mich einfach gedreht. Ja, war das Auswurf oder war das der Connector vielleicht? Kann das vielleicht der Connector gewesen sein? Warte mal, Ich habe ja einmal Auswurf. Auswurf und einmal Connector. Oder Verbinder, oder wie heißt das Teil-Button? Hallo? Ich möchte gerne angezeigt. Verbinder habe ich da. Wir sind hier im Frachtfront. Der Aus, doch, der macht Jetzt. was, der hat was im Auswurf drin. Okay, jetzt macht. Ja, du musst. Jawohl, der sammelt aufpasst. Aber. Wie kriegt der denn was in Auswurf? Ja, weiß ich nicht, ob er das jetzt. Du das reingetan hast oder standardmäßig war. Ich habe nichts reingetan. Auswurf. Hab nur Rohrcockpit Block jetzt. umschalten aus an mal gedrückt. Okay, das vielleicht das. Hab den mal aus und an gemacht. Mit mittlerer Frachtcontainer, den kannst du gar nicht ausschalten. Und Förderband haben wir keinen so in den Sinne, gell? Nee. Warte mal, jetzt macht er wieder was. Ja, weil ich habe jetzt gerade was reingelegt. Okay. Ja, weißt du, was du machen könntest vielleicht? Ja. Wenn du drin bist, Key drücken und schauen, ob du das irgendwie dann so steuern kannst, dass die. Wie So wie meinst du den das mit Drill, ja, so wie du G? den Drill steuerst. Dass du der Auswurf Ach irgendwie. so, Auswurf. Dass auch irgendwie steht, auswerfen oder sowas vielleicht. Auswurf, Block umschalten, rauswerfen, an, aus. Ja, und dann versuchst Frachtcontainer auch noch irgendwas, ob da vielleicht was geht. Auf alle Fälle bitte nicht bewegen, dein Schiff. Frachtcontainer gibt's hier aber nicht. Okay. Reaktor. Ja, da bringt nichts. Herzsensor, Gyroskop, Cockpit, Auswurf, ne. Oder? Ey, aber warum denn nicht den Auswurf? Vielleicht, oder es war wie gesagt der Verbinder. Warte mal. Fair. Warte mal, G, ach ne, ne. Ja, Verbinder A. könnte auch sein, gibt auch für kleine Schiffe. Ach so, das kann ich ja von hier drin gar nicht suchen. Hey, guck mal, wenn ich bei meinem Verbinder schaue, ich glaube, ich kann auch mit dem Verbinder auswerfen. Hatten wir da einen Verbinder oder? Ich weiß es echt nicht. Verbinder. Nein. Rauswerfen oder einsammeln, ja. Kann ich mal Verbinder auch. Inventar. Aber Warte wofür mal. ist dann explizit der Auswurf? Ja, Wieso für was testen wir ist. das denn nicht einfach? Dann ist die Frage. Ja, du einfach einen Verbinder ans Förderband dran bist ja auch rein, oder? Ja, warum ans Förderband das doch Ja, wieder? wer weiß ich nicht. War das aber ein großer Verbinder hier? Ich glaube, ich habe den falschen genommen, oder? Kann schon sein, dass er etwas größer ist, ja. Ja, aber nicht so groß. Warte mal, Verbinder gibt es für kleine, große. Na doch, das könnte schon hinhauen, dass das passt. Aber den können wir ja hier oben aufs Dach rauf tun oder unterhalb. Wenn nicht oben unten. Ist ja eh Alter, oben. das Ding ist riesengroß. Ja, aber nee, das wird aber klappen. Weißt du warum? Ja? Weil du kannst Alter, ja. das Ding ist größer als mein ganzes Schiff. Also zumindest ein Teil. Ja, nee, schau, wir können ihn ja einfach da drauf machen. So. Und dann mit dem Förderband verbinden. Guck mal, wie Fertig. groß das Ding ist, ey. Ja, ich weiß schon warum. Weil du kannst dich dann direkt mit meinem Schiff verbinden und das eins zu eins rüberladen alles. Alter, ey.
So ein Riesenteil, ey. Ah. Habe ich da so einen unförmigen Knubbel an meinem Schiff? Du mal schmeißen, was du hast. Gar nichts mehr. Also, wir brauchen Herstellungskomponenten. Ja, ich kann es dir ansagen. Computer, Herstellungskomponenten und Bin ich Stahlrohrkleidung. ganz klar, oder was? Auf, Junge! Ich Hol glaube, ran da! ey. Ich brauche eine zweite Tür in mein Schiff, ey. So, was brauchen wir? Stahlplatten, ne? Computer. Ja. Stahlrohr klein. Wie Und viel? Ah, Herstellungs. okay, passt. 6. 6 Haben wir Computer, schon. 6 Stahlrohr klein und 7 Herstellungskomponenten. Was, Computer? Habe ich keine. Ich hab doch Computer Mensch, ich mitgenommen. hab's dir gerade noch gesagt. Oder waren das Motoren? Das waren wahrscheinlich Motoren. Ja. So, da. Dieser Eckschwert. Ja, mei, was denn, wie das ist. Da muss ich mich dann auf der anderen Seite. Ach, das gibt dann noch ein Gerät, das Ding da. So, ja, ich weiß nicht, ob es reicht, wenn wir das einfach hier mal anschließen. Einfach nur das Förderband mal anschließen. Ach, muss das Ding extra angeschlossen werden, Ja, oder? natürlich. Warte mal, einen Verbinder habe ich jetzt hier. Tu mal das direkt an das Förderband einfach ran und fertig. Auswerfen, an. Ja, du musst das anschließen erst. Bleib mal ruhig. Ich Hallo? wollte nur mal gucken, Inventar. Ob Warten, der, weil ich habe ja warten. jetzt im Frachtcontainer was drin. Ja, warten, wir müssen das erst anschließen, sonst bringt das gar nichts. So, jetzt machen wir die 7 hier hin machen. Und wir brauchen So G und meinst ein du das? Förderband. Aber warum ist das jetzt hier gelb, die Lichtchen, und da rot? Weil es noch nicht verbunden ist. Ach, hier an der Seite muss das verbunden werden. Ja. Hier ist aber auch was, hier ist aber auch ein Loch. Ja, warte mal. Ich bin kein Wettex. Was haben wir jetzt gedrückt? Wollen Sie Selbstmord machen? Nein, möchte ich Ja, nicht. wollen Sie sich jetzt umbringen? Ja, das möchte ich sehr gerne. Was? Ja, jetzt habe ich den so hochgesetzt. So. Jetzt ist alles. So, und jetzt müsst ihr das mal gucken, ob du hinst denn mit dem Verbinder das klappt. So. Mal jetzt mal auf Verbinder gehen. Ah, der hat nichts drin. Wie nennt sich der überhaupt? Nennt sich der Verbinder? Ja. Ja, hast du den Inventar, also in links drin? Im Kontrollfeld? Ja, warte. Ja, was? Warum bin ich denn richtig? Ja, hier. Nee, stopp. Du musst auf der anderen Seite. So. Oh Der Mann. Verbinder ist oben. Da musst du jetzt relativ genau drauf und dann kannst du die verbinden. Ich sehe schon, das wird nichts gut. So, Oh, ich stopp, bin doch. stopp, Da stopp. ist doch gelb. Ja. Warte mal, ich muss noch Verbinden oder so irgendwas, oder? Verbinder. Freischalter, oder? Nee. Verbinder Lockung. verriegeln. So, die drei. So, genau, So, und jetzt sind jetzt? wir verriegelt. Und jetzt So, müsst ihr und es nochmal jetzt? auswerfen klicken. Zwei. Hier sehe ich hier dein Inventar. Ja, weil wir verbunden sind. Jetzt musst du auf der Ja, linken Seite schauen. bei mir macht er aber nichts. Ja, warte, ich muss schauen, ob ich auf Einsammeln gedruckt habe. Weil mittlerer Frachtcontainer, da müsste er ja normal die Sachen rausholen. Theoretisch, ja. Jetzt mal kam, war nicht mehr da. Kinder. Oh, jetzt habe ich deinen Ausguss auch da. Ja. Jetzt muss ich mal meinen. Wie heißt das Verbinder da? Ich muss einsammeln an. So, jetzt. Tut er jetzt was? Auf Auswerfen meinem an. Frachtcontainer. Ja, weißt du, was wir jetzt können? Ja. Ha. Jetzt kannst du einfach von deinem Verbinder.
In meinen Frachtcontainer das reinziehen, fertig. Brauchst das nicht auswerfen. Muss ich hier, wo ist denn dein Frachtcontainer? Der große, wo viel drin ist, kleiner. Nee, großer. Zack, fertig. Bist leer. Da habe ich es in deinen Verbinder reingepackt. Ist egal, wo du es reinpackst. Ja, solange du leer bist, ist gut. Weiß ich ja nicht, was jetzt von mir ist und was nicht. Alles, was gelb, warte, vielleicht muss man bei dir reinschauen. Ja, alles, was weiß ist, ist mir. Genau, und alles, was gelb ist, meins. So, in meinem. Aber warum habe ich hier Fertigungs. Ach so, ne, das ist deine. Meins. Genau, du bist jetzt leer. Ja, ich habe im Verbinder habe ich noch Eisen. Ja, das ist ja bei mir drin, oder? Hey. Warte mal kurz. Immer wenn ich doppelt kriege, landet das wieder bei mir. Ja, warte mal kurz. Frachtcontainer. Klein, wenn ich das hier so reinziehe, zack, weg ist es bei dir. Du musst in mein Frachtcontainer, ich tue es nochmal zurück, du musst in mein Frachtcontainer reintun. Ach, hier, okay. Da genau, zack, ja. So. Okay, also. Ich hab das so mitten entladen jetzt. Also, brauchen wir, kann ich hier unten das. Die zwei, die das auswerfen, kann ich ja dann weglassen. Das brauchen wir ja nicht. Nee. Das können wir dann direkt so rüberziehen, wenn du voll bist. Und jetzt wird dann so. Wird natürlich dein Verbinder voll werden. Dein Inventar. Den Ausguss kannst abschalten, also ausschalten. Den kann ich weg. Oder wegruppen. Warte mal, wo ist denn hier mein Verbinder? Ja, wobei ich würde den auswerfen allerdings lassen, weil du könntest ja dann einfach, wenn du Stein hast, einfach mal rauswerfen. Zack, weg. Ja, ja, stimmt. Nur jetzt musst du bei meinen aufpassen, weil du unten jetzt mehr Dings dabei hast. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder einen Verbinder hier unten hinsetzen und dann als Freischalter. Genau. Und dann kann ich nämlich so, wenn ich dann jetzt zu dir fliege, so, da wird sie unten genau, gelb und dann drücke ich die 2 und dann wird es grün. Perfekt. Ja. Du musst aber jetzt aufpassen, dass du jetzt beim Verbinder das Auswerfen ausschaltest. Du weißt nicht, dass er dann gar mal deine ganzen Items in die Luft rauswirft. Ich weiß nicht, ob er das macht, aber. Ich hab doch gar nichts angeschaltet. Kannst du nicht beim Verbinder anschalten, auswerfen? Ja, nein. Doch, habe ich ja aber gar nicht. Okay. Beim Verbinder habe ich eingeschaltet, rauswerfen aus, einsammeln aus. Ja, vielleicht war das Problem, warum er es nicht rausgeworfen hat. Nein, das habe ich ja gerade eben erst ausgeschaltet. Ach so, okay, rauswerfen passt. War vorher an. Na, passt. Dann ist gut. Ja, so. Dann ist gut. Ja, dann war es das so. Eigentlich für die Folge auch wieder. Ja, unser Ziel. Wir haben schon einiges unser geschafft. Ziel haben wir erreicht. Du da nicht so rumhantieren an mein Schiff da. So nahe. Doch, das war alles gekonnt hier. Ja, natürlich. Das war gekonnt. So, dann hätten wir das geschafft. Haben wir das geschafft? Und in der nächsten Folge können wir uns endlich um Silikon kümmern, weil das haben wir ein Problem, das brauchen wir. Ja, ja, da müssen wir mal rumfliegen und gucken, wo wir das finden. Ja. Schaut ja cool aus, das Schiff. Ich hab so einen hässlichen Knubbel da unter meinem Schiff hängen. Ja, aber so schlimm schaut's gar nicht aus, wenn du von der Seite schaust. Ne, es geht, gell, von vorne geht's auch. Sieht halt. Also, es sieht halt einfach scheiße aus. Wir sind halt im Weltall, gell? Genau, da achtet man nicht auf den. Macht's gut und haut rein! Wie immer natürlich, wenn euch gefällt, was wir gemacht haben und ihr uns irgendwie unterstützen wollt, Däumchen hoch, wir freuen uns darüber. Hinterlasst uns Kommentare. Verbesserungsvorschläge oder schreibt einfach, ob ihr das Spiel spielt, was ihr macht. Wir freuen uns über alles in irgendwelche Interaktionen mit euch. Genau, schickt uns auf Facebook ein paar Bilder oder so, auch egal. Genau, das wäre auch cool, ja. Wenn ihr das Spiel spielt, schickt uns mal ein paar Bilder, was ihr so für Raumschiffe habt. Das würde mich echt mal interessieren. Einfach in Facebook, zack, Link in der Beschreibung und draufklicken und posten. Genau. Gut, also mach's gut, tschüss. In diesem Sinne, ab in die Rinne.